Oh, Sam, ich bin's. Tut mir leid, ich wollte dir keinen Schreck einjagen. Wo bin ich? Östlich vom Teergürtel. Dein privater Raum. Du darfst dich bei Amelie bedanken. Wo ist sie? Das wissen wir nicht. Ist sie nicht zurück nach Osten? Nein, sie hat dich versorgt und uns dann über das Haku eine Nachricht hinterlassen. Und was hat sie gesagt? Ich werde beenden, was Bridget begonnen hat. Nur das und dann weg. Bridget? Ich habe Bridget am Strand gesehen. Sam, bitte. Du hast ihre Leiche doch selbst verbrannt. Sie wäre nicht am Strand geblieben. Unmöglich. Nicht einmal am Strand ihrer Tochter. Check die Protokolle. Die hast du doch, oder? Tut mir leid. Wir haben nichts dazu. Unsere einzige Aufzeichnung ist in deinem Kopf. Woran erinnerst du dich noch? Dieser Typ war auch da. Cliff. Er nahm Dai Hartman als Geisel. Den Direktor? Den Teil glaubst du mir? Na, das würde erklären, wieso wir so lange nichts mehr von ihm gehört haben. Er war mir immer suspekt. Aber so langsam kristallisiert sich ein völlig anderes Bild heraus. Etwas hat mir nämlich keine Ruhe gelassen. Wir sind von der Annahme ausgegangen, dass Hicks Cliff kontrolliert. Aber das kann unmöglich korrekt sein. Denn Hicks ist aus dem Spiel und Cliff macht immer noch Ärger. Du hältst Cliff für den Drahtzieher? Ja. Wahrscheinlich hält er Amelie und den Direktor am Strand gefangen. Dann muss ich dorthin. Augenblick. Wo ist Fragile? In Sicherheit, hier bei uns. Aber solange du da drüben bist, kann sie dich nicht zum Strand schicken. Was? Du musst das verstehen, Sam. Als du bewusstlos warst, hat sich die Lage drastisch verändert. Wir erklären dir alles. Versprochen. Aber ruh dich erstmal aus. In Ordnung? Scheiß auf Ozone. Ich gehe zu diesem Strand. Und Klein Lou braucht wohl auch keine Pause, richtig? Sam, du hast uns geholfen, das chirale Netzwerk von Küste zu Küste auszubauen. Und dich um Hicks gekümmert, den Erzfeind der UCA. Ohne dich wären wir niemals so weit gekommen. Doch eine letzte Sache bleibt noch. Wir müssen einen neuen Präsidenten vereidigen und eine funktionierende Regierung aufbauen. Erst dann ist Amerika wieder vereint. Spar dir das für jemanden auf, den es interessiert. Mein Teil ist getan. Scheiß auf Amerika. Wir haben jetzt größere Probleme. Verstehe, Sam. Die Regierung ist momentan unsere geringste Sorge. Cliff hat Amelie. Also könnte es schon morgen nichts mehr zu regieren geben. Sofern es einen Morgen gibt. Wieso sind wir da nicht da draußen und unternehmen etwas? Egal was sie ist, wir holen sie zurück. Du hast recht. Amelie zu retten und das sechste Aussterben abzuwenden ist ein und dasselbe. Aber das wird erst dann möglich sein, wenn du zurück in den Osten kommst. Es steht uns natürlich nicht zu, dir Befehle zu erteilen. Aber glaub mir, es ist wirklich der einzige Weg. Sam, alle sind hier außer dir. Fragile hat uns ins Hauptquartier zurückgebracht. Geht's dir gut? Ging mir nie besser. So viele Menschen in so kurzer Zeit zu transportieren, ist für mich neu. Mama? Nein, Lochner. Ja, ich bin auch hier. Dachte mir, ich könnte helfen. Wir warten alle auf dich, Sam. Auf keinen Fall schleppe ich mich den ganzen Weg zurück. Komm schon, Fragile. Los geht's. Ich kann nicht, Sam. Und das nicht nur, weil ich am Ende bin. Die Strände sind zu gefährlich geworden, um Leute zu transportieren. Es gibt immer häufiger chirale Spitzen. Vielleicht infolge der landesweiten Erweiterung des Netzwerks. Zu viele Strände teilen sich denselben Raum, Verbindungen überschneiden sich und so weiter. Man kann sehen, wie sehr es das Netzwerk selbst belastet. Unter diesen Umständen ist ein Sprung über einen Strand zu gefährlich.
Selbst wenn ich einen Strand erreiche, ist nicht vorherzusehen, wo ich auf der anderen Seite lande. Und ich könnte dort festsitzen. Darum kann ich auch nicht zu dir. Doch wenn ich den Eingang des Strands erreiche, könnte ich dich wohl dorthin bringen. Die Strände sind immerhin noch da. Das kann ich persönlich bezeugen. Also ja, du musst dich den ganzen Weg dorthin zurückschleppen. Aber danach, das verspreche ich, bringe ich dich zu Amelie. Direkt an ihren Strand. Ihr beide habt eine ganz besondere Verbindung. Dein Traumfänger, ihr Kipu. Das sind nicht nur Schmuckstücke. Es sind einmalige, unersetzbare Totems. Verkörperungen eurer gemeinsamen Erinnerungen. Zwei Seiten einer Münze. Der Preis für den Eintritt zu ihrem Strand. Traumfänger gehen auf die amerikanischen Ureinwohner zurück. Auf den Ojibwe-Stamm, um genau zu sein. Sie hielten angeblich Albträume fern und veränderten die Träume. Wenn Dooms wirklich Amelies Geschenk an uns ist, ihr Traum von unserer Zukunft, dann ist dein Totem vielleicht ein Aufruf, sie zu verändern. Es ist ein Test für dich, Hoffnung zu finden inmitten der Verzweiflung. Während wir auf dich warten, suche ich am Strand nach Amelie und dem Direktor. Bestimmt ist meine Bindung zu ihnen zu schwach, aber es ist besser, als untätig herumzusitzen. Ich versuche, in den Aufzeichnungen etwas über die drei zu finden. Vielleicht ist ihre Verbindung stärker als gedacht. Wir warten auf dich. Der Heimweg dürfte leichter sein, oder? Komm zurück in den Osten, den Weg kennst du bereits. Und wenn du hier bist... Ja. Oh. Meiner. Jetzt verschwinde von dort und geh nach Osten in Richtung Lake Knot City. Diesmal ist keine Fracht auszuliefern. Vielmehr bist du die Fracht. Das ist die Mission. Ekelhaft.